Filmbericht über das zweite internationale Wintergartenpokalfliegen in Inzing im September. Nach einer Pause von einem Jahr hat sich der junge Delta Club Albatros Inzing zur Aufgabe gemacht, das zweite internationale Pokalfliegen durchzuführen. Das erste Pokalfliegen hatte ja der Delta Club Tirol 1978 in Inzing durchgeführt. Durch die große Anzahl Flugaktiver in Inzing hat man sich entschlossen, einen eigenen Delta Club zu gründen. Das war im Mai 1979 und ist jetzt beinahe mit 20 Fliegern einer der größten Clubs in Tirol und führt den stolzen Namen Albatros. Vorstand dieses Clubs ist Bernhard Hurmann, der mit seinen Mitarbeitern Jörg Hirschberger, Manfred Walch, Rist Klaus, Ecker Peter, Volker Koret und so weiter das Pokalfliegen mustergültig organisiert, ausgeschrieben und durchgeführt hat. Die Piloten von Inzing sind ja in ganz Europa schon bekannt, denn die flogen schon an der Nordsee, in Holland, in sämtlichen Fluggebieten in Deutschland, nahmen an Veranstaltungen in der Schweiz teil, kreuzten in Italien durch die Lüfte und beherrschten auch in Tirol überall den Luftraum. Sie nahmen auch schon an sehr vielen Flugveranstaltungen teil und haben da sehr gute Erfolge errungen. So war es den Albatros ein leichtes, Flieger aus ganz Europa einzuladen. So war es auch. Piloten aus Deutschland, Südtirol, Italien und Österreich kamen zum zweiten Wintergartenpokal fliegen. Unter diesen Piloten befanden sich erstklassige Flieger, dort zum Beispiel wie der deutsche Meister, der italienische Meister, der Europameister. Erstwagen treffen ein. Nun die ersten Teilnehmer aus dem In- und Ausland rollen an.
erstens die Firma VW Innsbruck, Kreuzer Kurt, Ecker Peter aus Inzing, sowie die Tischlerei Scheirer Werner aus Delfs, deren Chef ein begeisterter Drachenflieger ist, Fahrzeuge zum Transport der Piloten und Geräte kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Piloten werden so gruppenweise zum Startplatz transportiert, wo sie dann ihre Geräte entlang des Weges hin zur Startrampe aufbauen können. Diese großzügige Unterstützung wäre es uns fast nicht möglich gewesen, die Fliegen durchzuführen. Und hier oben, kurz vor dem Startplatz, die Piloten mit ihren Geräten, von wo sie dann von hier weg hinaus zur Startrampe die Geräte aufgebaut haben. Da diesen Weg entlang. Er fliegt sein Gerät sitzend mit Beinstrecker, aber so ermöglicht es ihm ein langes, stundenlanges Fliegen ohne zu ermüden. Ein Stegerdrachen aus Leutasch in der Luft. Diese Geräte werden hier in Tirol, in Leutasch, erzeugt und gebaut und sind Weltspitzenklasse. Das Gerät hat den Namen Concorde und wir werden später noch einige solche Geräte sehen. Großes Interesse galt den modernsten Geräten aus Amerika mit dem Namen Fletch, von denen zwei zum ersten Mal in Inzing am Start waren, und große Bewunderung der Teilnehmer sowie der Bevölkerung hervorriefen. Ist, wenn man die Geräte vom ersten Pokalfliegen, das vor 2 Jahren stattgefunden hat, mit den heutigen Geräten vergleicht, so sieht man, welch gewaltige Neuerungen und Verbesserungen an Technik, Sicherheit sowie Flugeigenschaften die Drachen bekommen haben. Sie gleichen schon bald den Segelfliegern. Musik.
Aber nicht nur die Fledgling wurden bestaunt, auch alle anderen Geräte wurden sehr bewundert, denn es war fast das gesamte Neueste, was es auf dem Markt gibt, bei uns hier in Inzing in der Luft. Ein Concorde beim Landeanflug. Dieses Concorde wird ja in Leutasch gebaut. Und nun ein Scirocco beim Beuenflug. Dann die Landung mit diesem Scirocco. Eine sehr schöne Landung. Ein Atlas, ein französisches Gerät, gesteuert von einem Inzinger Piloten. Und wieder ein Albatros-Pilot mit seinem Griffon. Das Kampfgericht und die Weidenmesser hatten alle Hände voll zu tun, denn die Landungen folgten Schlag auf Schlag. Zweite Fletsch nun beim Beuenflug. Und dann macht er sich bereit zur Landung. Diese Geräte sind uns an Albatros sehr in den Augen gestochen. Und es haben sich auch schon zwei Piloten solche Geräte gekauft. Eine sehr gute Landung. Nun sehen wir eine kleine Startparade der einzelnen Geräte.
hier ein Concorde, die beiden Fletch, ein Scirocco, der Flamingo des späteren Siegers, mit einem bekannten Piloten aus München beim Landeanflug. Ein Gerät ohne Querstange, deshalb diese große Seilverspannungen. Das Gerät hat den Namen, den Spitznamen Spinne. Das den Piloten anzeigt, sinken oder steigen. Hier ein Antares, ein super Gerät aus Amerika, auch ohne Querstange. Ein Alpin, ein Scirocco, ein Atlas, alles Doppelsegler. Der Zeitklon des Europameisters aus Kirchberg. Ein super Gerät, das auch jetzt schon ein Inzinger Pilot fliegt. Ein Wims. Und noch ein Wims. Das war nun so ein kleiner Querschnitt durch die Gerätetypen, die hier in Inzing am Start waren. Nachdem der erste Durchgang gut vorüberging, machen sich die Piloten wieder fertig zum Abtransport, zum Start des zweiten Bewerbes. Zwischendurch ist ein kleiner Happen immer herzlich willkommen. Hier der Europameister beim Bojenflug und Landung. Leider musste wegen zu starken Windes der zweite Bewerb am Samstag abgebrochen und auf Sonntag verschoben werden. Man hat sich dann entschlossen, am Sonntag keinen Zielflug durchzuführen, sondern nur zwei Zielflüge zu machen. Europameister kann es passieren, dass die Landung nicht so hinhaut, wie er will, wie hier. Er ist etwas zu kurz gelandet und hat damit sehr viele wertvolle Punkte verloren, was ihm ja natürlich sehr geärgert hat. Und nun der nächste Tag, Sonntagmorgen. Das Wetter günstig. Die Piloten treffen sich am Landeplatz zur Pilotenbesprechung. Fast völlige Windstille. Alles ist sehr froh darüber. Die ersten Teilnehmer fahren schon wieder zum Startplatz.
drehen, wenn sie so in der Luft fliegen, heißt es gutes Flugwetter. So wird der zweite und dritte Bewerb in vollem Umfang angegangen. Stimmung herrscht jetzt bei allen Piloten. Die beiden Hauptverantwortlichen der Veranstaltung, Hauptmann Hohmann Bernhard und der Schriftführer Richt Klaus, machen am Anfang der nächsten Bewerbe einen Testflug und geben dann den Starter durch, alles klar zum Start der Durchgänge. Beide Bewerbe sind als Zielflüge ausgerichtet, dabei kommt es nur darauf an, ziemlich genau im Zielpunkt zu landen. Sehr genau nahmen es die Kampfrichter am Landeplatz und messen jeden auf den Zentimeter genau aus.
ein Fletsch zur Startrampen getragen. Und wir verfolgen ihn jetzt vom Start weg bis zu seiner Landung und schauen, wie herrlich dieses Gerät da in der Luft liegt und wie schön er ihn untersteuert. Die Seitenruder sind ja mechanisch zu verstellen. Es ist schon ganz ein anderes Fliegen als wie mit dem gewöhnlichen Drachen. Wie gesagt, er fliegt ja schon so fast wie ein Segelflieger. Auf dem Punkt hat er sein Gerät hineingesetzt in den Zielkreis. Und angeregt durch das herrliche Flugwetter ist nun jeder Teilnehmer fast übermütig und dreht bis zur Landung so manch herrliche Kreise und Kurven und begeistert das zahlreich erschienene Publikum. Zielflüge. Man sieht, wie beherzt die Piloten um Punkte kämpfen und dabei kein Material schonen. Hier wieder unser Europameister beim Landeanflug. Jetzt will er es genau wissen und hat dabei eine schlechte Landung gemacht. Er hatte fast immer bei diesen Landungen hier in Inzing Pech.
diesen Piloten geht es bei der Landung auch nicht viel besser. Er hat sein Gerät zu Bruch geflogen. Aber Gott sei Dank ist dem Piloten selber nie was passiert. Das heißt ja unter den Fliegern, eine gute Landung ist der Stolz eines Piloten. Die Ausarbeitung der Ergebnisse erfolgte raschest und wurde laufend über den Platzlautsprecher den Anwesenden bekannt gegeben. Dass alles unfallfrei abgelaufen ist, war ein Beweis für die musterhafte Durchführung des Bewerbes. Und so freute sich jeder über die nette Veranstaltung. Bei der Veranstaltung treten an dieser Fletschling noch seine runden, diese viel bestaunten Geräte. Gott sei Dank haben wir dieses Fahrzeug nie beanspruchen müssen. Abschließend verdiente sich nun hier unser Europameister aus Kirchberg durch diesen atemberaubenden Flug einen reißenden Applaus der Zuschauer.